Hui, das ist gar nicht so leicht. Hier in Mauswald spielt man gerne Karten. Wenn die Mauswalder deine Karten schon sehen, werden sie Feuer und Flamme sein, mit dir zu spielen. Außerdem kannst du weitere geheime Karten finden. So wie diese hier. Das ist ja Mama. In der Tat. Bedenke, es gibt 4 Karten in jedem Quartett. So wie es 4 Portalbäume gibt. Untrennbar verbunden. Wo sie liegen, kann dir diese Sternenkarte zeigen. Deine Mutter ist die 2. Spielkarte deines Quartetts. Und die anderen beiden? Du wirst meine Worte früh genug verstehen. Und dann wird sich alles ändern. Okay. Oh Gott. Ich muss aber ehrlich sagen, das hat jetzt wirklich Spaß gemacht. Und vor allem merke ich dann, dass... Ja, das ist wieder so etwas an einem Spiel, was man braucht. Um dann aber auch eine andere Perspektive des Spiels kennenzulernen. Guten Tag. Wohl eher gute Nacht. Was machst du denn hier? Ich wache über die nächtliche Stadt. So fühlen sich alle sicher und können in Ruhe schlafen. Einige haben von einem Fuchs berichtet, der sich in den Feldern nahe der Bachbrücke rumtreibt. Wenn ich ihn sehe, kann ich ihn pieken oder Alarm schlagen. Außerdem sehe ich nach, ob die Glühnüsse in der Stadt noch funktionieren. Ah, diese leuchtenden Nüsse, um die Glühwürmchen herumfliegen? Glühwürmchen? Wir nennen sie Feuerfliegen. Ich mag Feuerfliegen. Unsere Familie stellt die Nüsse in Handarbeit her. Der Saft in den Nüssen leuchtet so ähnlich wie ein Feuerfliegenweibchen. Ah, ich verstehe. Ja, es ist etwas merkwürdig, aber das zieht die Feuerfliegen an. Ich hätte auch gerne so eine Nuss. Ich auch. Ich habe selbst keine zu Hause. Leider sind die sehr teuer. Außer dem Stadtrat und der Hasenfamilie kann sich die kaum jemand leisten. Aber ab und zu schaue ich bei der Hasenfamilie vorbei. Wenn sie feiern, wenn ich da die ganzen Glühnüsse und die glücklichen Gesichter sehe, wird mir immer warm ums Herz. Egal, wie kalt die Nacht auch ist. Oh. Aber Nacht ist immer alles anders. Kristallstatue, können wir die benutzen? Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernsteinding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Das hier war echt geil aus. Hier so bei Nacht. Wow. Was ist denn? Ach du. Sieht aus wie ein Stillleben. Oh. Hallo? Glaubst du, dass das besser wird, als ein Regal zu bauen? Nach dem, was der alte Kirchenmaus mir erzählt hat, wird das sogar besser, als eine Bank zu hobeln. Glaubst du, dass das besser wird? Glaubst du, nach dem, was... Was macht ihr denn, Herr Kirchenmaus? Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Keine Sorge, diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf abgesehen, sondern auf deinen Verstand. Der beste Magier Mauswalds wird dich an eben diesem zweifeln lassen, wenn er das Unmögliche vollbringt. Ihr Sohn ist auch ein Magier? Das gibt's ja nicht. Ja, da staunst du, was? Es gibt keine Magie, dachtest du. Nein, nein, ich dachte nur gerade... Dann lass dich mal vom Gegenteil überzeugen. Aber ich hab doch gar nicht... Indem der große Kirchenmaus Junior dieses Glas Wasser auf mysteriöse Weise leeren wird. Ohne es anzufassen. Na, da bin ich aber gespannt. Vielleicht lerne ich hier noch einen meiner 4 Zaubersprüche. Ist das Wasser jetzt trockener? Kann man sowas sehen? Kann Wasser trocken sein? Könntest du vielleicht die Nuss in das Wasserglas legen? Manchmal hat Junior ein bisschen Lampenfieber.
Okay. Da kommt ja doch noch einer auf die Bühne. Hey, Jerry. Wir wussten gar nicht, dass du hier auch mitmachst. Ich helfe nur aus. Jetzt leg die Nuss ins Glas und hör auf, Junior die Show zu stehlen. Ja, ja. Ich mach ja schon. Oha. Komplett aufgesaugt. Ganz wasserlos, das Glas. Das ist ja verdammt praktisch, wenn man etwas trockenlegen muss. So eine Nuss könnte ich auch gut gebrauchen. In der Tat, es ist Magie. Bitte, bitte, nicht zu viel Applaus. Ich glaube, das nennt man eher Taschenspielertrick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen Junior ab heute jeden Abend. Junior, meine Damen und Herren. Und der Junior hat die Nuss gefunden? Oder wie passt das jetzt ins Bild? Keine Ahnung. Hals und Beinbruch. Ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Das genau. Ist ein ganz normaler Spruch. Kann ich mir Ihre Wassernuss mal ausleihen? Nein. Die Wassernuss? Aber das ist Juniors bekanntester Trick. Das ist auch sein einziger Trick, oder? Du meinst, Junior sollte sein Repertoire erweitern? Genau. Oder besser, ganz ohne Nuss arbeiten. Ohne Nuss? Das ist revolutionär und wurde in Mauswald nie gewagt. Na gut, ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Sie wollen Witze? Ich werde für Sie improvisieren. Na dann, viel Glück. Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus Junior, Jerry, meine Damen und Herren. Oh. Hey, Jerry. Kommt jetzt wieder die Nuss? Nein, jetzt wird's witzig. Oh nein. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, Flachwitze. Ich weiß, was du meinst. Jetzt kommt's. Also. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Unser Cousin Heinz wohnt an einer Straße. Oder eher gesagt, wohnte. Jetzt wohnt er im Krankenhaus. Oh, ich wusste nicht... Jerry! Ist ja nicht schlimm. Aber lustig ist es auch nicht. Jerry, komm von der Bühne! Nochmal, Entschuldigung. Schon okay. Er hat's nicht so gemeint. Ich weiß. Jerry! Du kannst Igeln doch keine Straßenwitze erzählen. Das weiß doch jeder. Hier, nimm Zettel und Stift und mach dich auf die Suche nach guten Witzen. Wie du, Witzfigur, oder Witzen, was? Die hier beim örtlichen Publikum gut ankommen. Okay, ist wohl wirklich eine gute Idee. Danke. So. Ich muss mal weiter. Hals und Beinbruch. Ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Nicht stören lassen, nicht stören lassen. Was haben wir denn da? Geschlossen. Oh. Schade. Bei Nacht sieht es auch gemütlich aus. Naja. Schild. Keine Sorge. Diesmal hat Junior es nicht auf deinen Sparstrumpf ab. Mit dieser Show hat... Wir hatten auch noch einen süßen grünen Ein echter Publikumsmagnet, sag ich dir. Leider ist er vorgestern ausgebüxt. Junior hätte ihn fast erwischt. Ein grüner Käfer, Tja, den haben wir in der Tasche. Jo. Herr Stadtwache,
Bei Nacht hat man von hier aus einen wundervollen Blick auf die Sterne. Aber am besten kann man sie von den Feldern aus nahe der Brücke sehen. Schade, dass meine Kameradin wegen des letzten Krähenangriffs zum Wachdienst an den Fluss versetzt wurde. Mit dem armen Kerl auf der Stadtmauer kann man sich nachts nämlich überhaupt nicht vernünftig unterhalten. Oh, ist das so? Das tut mir aber leid. Ist das... Ja! Ein Aufkleber! Ein Aufkleber! Um deine Sammlung anzu... Achso, ja, das kennen wir schon, jetzt überlege ich gerade, was sollten wir gleich mal tun? So, warte. Ich gehe da mal am besten... Ist wieder Lesestunde. So, Cherries Witze kommen in Mauswald nicht gut an. Kein Vergleich zu echten Mauswälder Witzgut. Doch, wo kann man solche Bühnengold notieren? Bühnengold notieren? Herr Kirchenmaus und Junior haben eine spektakuläre Wassernuss, aber sie sind bereit zu verhandeln. Begib dich zum ersten der vier Portale dem Weg nach Hause. Ach so, ja. So, das war mir klar. Das wusste ich. Das wusste ich. Das ging dann hier lang. Ich hab's, Oh, was geht denn hier vor? Mir stehen die Körper zu, denn ich habe ihn entdeckt, aus dem Gefängnis seiner Existenz befreit und für uns urbar gemacht. Mir steht der Besitz zu, denn ich habe die vier Metalle in seine Hände gelegt. Wenn seine Vergeltung beginnt, beginnt unser Werk. Mir steht das Land zu, denn ich habe ihn wissen lassen, in welcher Reihenfolge er sich in den Stamm treiben muss. Wenn sie ihre Wirkung tun, tun wir unser Werk. Mir gehören die Seelen. Von mir weiß er, wie viele Schläge er machen muss. Hat er sie gemacht, machen wir uns ans Werk. Jemand lauscht. Nein! Nur ein Kind. Ein Mensch. Einer von uns. Was waren das jetzt für schräge Vögel? Komm zu uns, Jerry. Hä? Oh, wie sind die denn so schnell hierher gekommen? Jerry, hinter diesem Portal liegt eine andere Welt. Fremd für uns, doch zu Hause für dich. Dort musst du deinen ersten Zauber lernen. So will es unsere Tradition. Wie spannend! Dieses Mal noch werden wir das Portal für dich öffnen. Suche die uralte Kröte auf, die wir am Fuße des Portalbaumes gesehen haben. Sie ist alt. Ich habe in deinen Karten gesehen, dass sie einen Zauber für dich bereithalten wird. Wahrscheinlich. Aro, halt dich an deinen Text. Oh. Viel Glück, junge Schüler. Na dann. An welchen Text? Oh. Alter, die beiden gefallen mir jetzt echt super. Oh, da ist die Kröte. Huhu. Halt die Klappe. So. Oh, ich bin wieder zu Hause. Ich hatte schon Angst, dass ich sonst wo herauskomme. Alles ist plötzlich so klein und normal. Oh. Naja, fast normal. Ob diese Kröte wirklich schon immer hier gesessen hat? Wie oft bin ich auf den Steinen da schon rumgestiegen? Oh Mann. I'm sorry.
Gott. Der Specht. Er sagt. Krümelige Kreide der Steine. Wenn ich nicht schon einen genommen hätte, würde ich jetzt zuschlagen. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Halt die Klappe. Ich muss... Wow. Hier ist alles beim Alten. Nee. Guck dich mal um, lieber Herr. Guck der hier. Der große Zarov, hellsichtiger Illusionist. Bald auch in ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Ja, und hier ist noch ein Poster. Der große... Das ist doch das gleiche Poster, das ich aus dem Reisekoffer mitgenommen habe. Wer das wohl hier aufgehängt hat? Äußerst seltsam. Hoho. 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 Hallo da oben. Herr Kirchenmaus sagt, ich soll authentisches Mauswalder Witzmaterial suchen. Vielleicht gibt er mir dann sogar seine Wassernuss. Ja. Hat sich denn hier etwas getan? Ein großes Nichts. Das ist wunderbar. Dann gehe ich mal zum Haus. Früher soll es hier wichtige Wanderwege in die Ferne gegeben haben. Das war lange bevor es Autos gegeben hat, sagt Mama. Heute kommt man von hier aus nur zu uns nach Hause und in den Wald zum alten Pfadbaum. Tja, ja. Alter, dieser Vogel. So, na super, den höre ich sogar noch bis hierhin. Mama ist fertig. Mama ist wohl schon zum Einkaufen gefahren. Ich frage mich, wie spät es gerade ist. Hauptsache, ich verpasse nicht das Essen. So. Können wir denn hier rein? Können wir nicht. Leer. Keine Comics, Mag. Können wir schon? Drinnen warten nur meine Schulsachen darauf, gepackt zu werden. Das Abenteuer aber wartet hier draußen. Zumindest bis zum Mittagessen. Und um 3 läuft eine neue Folge von Future Dogs. Zeitreisende auf 4 Pfoten. Kenne ich nicht. Ich kenne nur Futurama. So. Wir wollten den alten Frosch. Und der alte Frosch ist hier. Der Specht. Hallo. Der Gesang des Waldes. So ein schöner Klang. So friedlich. So. Sie schläft tief und fest. Und sie spricht im Schlaf. Wow, ist die riesig. Es fühlt sich an, als ob sich mein Kopf nicht entscheiden kann, ob sie hier ist oder nicht. Das muss an der Münze liegen. Seit ich durch sie hindurchgeschaut habe, hilft sie mir, die Kröte zu sehen. Ich könnte jetzt spannend... Jetzt nicht. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Der Specht. Das Portal nach... Wer hätte gedacht, dass der... Er sagt... vielleicht? Das sind viele Leute. Ein Kuckuck. Wie klingt er doch? Wo ist der Kuckuck? Wo ist der Kuckuck? Spatzen. Hoch oben. Ich suche jetzt mal...
bunter Specht. Ja, pass mal auf. So, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf, junger Spatz. Ach was, wirklich? Ist ja irre interessant. Offensichtlich spreche ich nicht, Specht. Was willst du mir sagen, du Vogel? Was denn? Warum guckst du so? Ich habe das dumme Gefühl, ich habe etwas Falsches gesagt. Naja, wenigstens ist es hier jetzt ruhiger. Ruhiger sage ich auch, denn an dieser Stelle werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Weil, ja, ich habe gerade, ja, wir haben ja jetzt schon fast 3 Stunden gespielt. 2 Stunden und 54 Sekunden, und Minuten meinte ich. Und, ja, ich bedanke mich abermals, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön nochmal fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.